Hallo, ich bin Alicia Präauer, ich mache die Ausbildung HF-Pflege als diplomierte Pflegefachfrau und bin zurzeit im zweiten Ausbildungsjahr. Hallo und ich bin Jennifer aus dem Social Media Team und durfte heute Alicia ein paar Fragen zu ihrer Ausbildung stellen. Gab es einen Moment, wo du wusstest, ja, ich möchte in die Pflege? Also schon als ich klein war, habe ich mir immer gewünscht, mit Menschen zusammenzuarbeiten und habe dann in der Sekundarschule gedacht, ich kann mal schnuppern als VG und habe dann auch die Lehre als VG absolviert. Und dort habe ich dann schnell gemerkt, ich wollte mein Wissen noch vertiefen und habe mir dann dort schon überlegt, ich mache anschliessend die Ausbildung noch als HF-Pflege. Kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern, als du deine Ausbildung angefangen hast für die höhere Fachschule? Ja. Wie war der so? Also ich war am Anfang recht überfordert gewesen, auch mit dem ganzen Selbststudium und dem problembasierten Lernen. Habe ich nie richtig gewusst, wie lernen, was wird jetzt verlangt von mir. Aber nach einer Woche gewöhnt man sich und ja. Und wir haben ja auch den Skills-Unterricht. Wie war das so am Anfang? Also Skills am Anfang recht, also war auch herausfordernd gewesen, weil auch eben viel verlangt wird, wie der Praxis nach. Also das durchspielen und jetzt mit der Zeit ist es wie, also man profitiert mega viel vom Skills, wirklich, auch weil man genau wie mit den Patienten Gespräche führt und auch die Sachen, Medizinaltechnik auch durchführen kann und darum finde ich es mega gut. Was schätzt du mittlerweile am meisten am Karrierebildungszentrum? Also was ich eben sehr schätze, ist das Selbststudium, dass ich mir Zeit wie selber einplanen kann, wenn ich was lernen will. Und nachher auch der Austausch mit den anderen Mitschülern, so, dass man mega profitieren kann, wie auch sie gelernt haben, von wo sie die Literatur haben. Und was ich am Kareum auch schätze, ist also das ganze Kareum mit den verschiedenen Lernorten, wie Cafeteria und Bibliothek, und dass auch die Bibliothek einem Literatur zur Verfügung stellt. Was würdest du Interessenten sagen, die sich für das Studium interessieren? Also was braucht, ist sicher Verantwortung können tragen, weil man ja mega viel Verantwortung trägt. Und natürlich Flexibilität, weil man ja alle Schichten macht und flexibel sein, weil man ja nie weiss, was für eine Situation man antreffen kann. Teamfähig sein und kommunikationsfähig. Wie würdest du einen Tag im Spital beschreiben? Also was sicher meine Aufgaben sind, ist den ganzen Pflegeprozess erstellen mit dem Patienten zusammen, dass ich ihm auch die bestmögliche Pflege kann bieten und den Pflegeprozess dann auch durchführen kann und am Schluss evaluieren, dass ich auch die Situation des Patienten kann genug früh erkennen, die ganzen Medizinaltechniken wie Blutentnahme, Venflonlecken, Blutzucker messen und auch den Patienten in seinen Aktivitäten können zu unterstützen und zu begleiten. Wie sehr würdest du sagen, hilft dir das, dass du vorher die VG-Ausbildung gemacht hast? Also es hilft mir sicher sehr viel, weil ich das Grundwissen von der VG mir aneignen konnte. Also ich habe eben die Lehre in der Spitex gemacht und jetzt ist gleich nochmal ein Unterschied ins Spital. Mhm. Also ist es auch gleich nochmal neu für mich. Aber mit dem ganzen Wissen hat mir die VG-Ausbildung viel gebracht vor der HF. Und wir haben drei Zitate. Das erste Zitat heißt: Wenn ich sehe, was ich bewirke, war die höhere Fachschule die richtige Wahl. Zweitens, ich möchte im Pflegeberuf noch mehr Verantwortung übernehmen. Drittens, die Arbeit in der Pflege erfüllt mich und macht Sinn. Welcher spricht dich am ehesten an und warum? Der zweite. Ich glaube, der, weil aus dem Grund habe ich auch die HF gemacht, dass ich auch mehr Verantwortung kann im Pflegeberuf übernehmen kann. Gab es einen schönsten Moment während deiner Ausbildung bisher? Es gibt nicht nur einen schönen Moment, sondern wie jeder Tag ist schön, wenn ich Patienten sehe, wie sie zu uns kommen, geschwächt, mit Schmerzen. Und wenn ich dann den Verlauf dann sehe, wie sie schmerzenfrei den Alltag bewältigen können und was wir als Pflege eigentlich davon alles beigeben, dass sie wieder gesund austreten können. Hast du schon eine Idee, was du nach der Ausbildung machen möchtest? In welchen Bereich du gehen möchtest? Also in welchem Bereich bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich habe noch zwei Praktikas vor mir. Und nach der HF werde ich sicher noch Berufserfahrung sammeln und habe mir auch schon überlegt, das Nachdiplomstudium als Anästhesie noch zu machen. Das war das Interview mit Alicia. Vielen lieben Dank. Gern. Falls ihr weitere Fragen habt zu der Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau, stellt sie gerne in die Kommentare. Falls ihr uns gern persönlich oder online kennenlernen wollt, dann meldet euch gern für unsere nächste Online-Info-Veranstaltung an. Alle Informationen dazu findet ihr auf unserer Webseite. Und sonst freuen wir uns über ein Like und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.